Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal mit in meine Arbeit und zeige euch mal, wie die einzelnen Schichten zu gießen sind. Und ich habe mir überlegt, wir werden heute mal einen Teich, wo so kleine Kois drin sind. Also die kann man nachher so reinkleben und so weiter. Ganz viel von meinen Deko-Sachen, diese Steinchen hier habe ich mir zum Beispiel auch selber gegossen. Dann habe ich hier noch so ein paar Natursteine, die sind feiner. Ich dachte mir, ich probiere jetzt heute, also ich probiere ja sowieso immer ganz viel aus. Es kann auch immer sein, dass was nicht gelingt. Und ich arbeite aber heute mit einem 3D-Resin von Dipon. Das Epoxyplast 3D. Das ist, also ne, Resin besteht immer aus zwei Varianten, einer A- und B-Variante. Das mischt man 2 zu 1, also zwei Teile von dem A und zwei Teile von dem B. Und das ist im Übrigen das B. Wenn ich gleich anfange mit dem Resin zu arbeiten, ich muss das gleich erstmal anmischen, dann werde ich eine Maske tragen. Also so eine Schnorchelmaske, so eine Filtermaske, weil Resin oder Epoxidharz ist reine Chemikalie und sollte nicht pur eingeatmet werden. Und ich werde dann nachher das Video in einem Voice-Over besprechen, ne? Dass ihr euch nicht wundert, dass das so laut ist oder dass es sich so anders anhört. Ich mache das im Nachgang, dass ich euch erkläre, was ich hier mache. Und ja, ich lasse dann einfach hier mal mitlaufen. Ich rühre jetzt erstmal, wie gesagt, alles an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles fertig habe, vorbereitet habe. Ich beginne bei der runden Form mit einem Pigmentpulver. Erst einmal den Seitenrand einzuschmieren. Das kann man entweder mit diesem Schwämmchen machen oder eben auch mit dem Finger. Aber ich habe gedacht, mit dem Finger ist es vielleicht doch ein bisschen sehr schmierig, damit das Pulver nicht überall hinkommt. Und ihr seht, ich habe es euch auch gleich ein bisschen schneller gemacht, damit das ganze Video nicht viel zu lang wird, ne? Das mache ich zwischendurch immer mal, wenn ja Passagen sehr lang sind, die ich arbeite, damit ihr dann auch ein bisschen mehr zum Gucken habt und nicht nur am Spulen seid. Genau, das mache ich jetzt ein ganzes Weilchen, bis der ganze Rand richtig schön so grün-gold eingearbeitet ist. Und hier packe ich gleich noch ein paar schöne Steinchen rein. Die habe ich übrigens selber gemacht. Und ja, da verlinke ich euch auch gleich noch die Form dazu. Ich habe einige in Gold eingefärbt, einige mit so lila Flieder-Flitter. Das wirkt dann optisch sehr schön nachher, wenn es nachher das Gel da drauf, das Gel sage ich schon, das Resin da drauf ist. Dann ist dann, das wirkt dann so, ja, noch so ein bisschen plastischer wie Wasser, ne? Mal dunkel, mal hellweiß oder dunkler Tisch, je nachdem, was man gerade hat. Man kann das auch gut in eine Schüssel nachher reingeben. Wir lassen uns überraschen. Unsere Kreativität ist ja keine Grenze gesetzt, ne? Ich fange jetzt irgendwie an zu stottern. Ja. Mein Resin hatte ich mir ja schon vorbereitet und stehen gelassen, ein bisschen so, dass die Bläschen, die beim Rühren entstehen, so ein bisschen an die Oberfläche kommen. Und jetzt gieße ich die erste Schicht relativ dünn, weil wir ja mehrere Schichten gießen wollen, um verschiedene Fische auch einarbeiten zu können in verschiedenen Schichtlagen, damit ein richtig schöner 3D-Effekt entsteht. Jetzt lasse ich es härten. So, es ist der nächste Tag. Harz ist jetzt schön ausgehärtet. Hier habe ich auch diese Form habe ich noch mal zusätzlich gegossen, weil ich noch so viel Harz übrig hatte. Und ihr seht auch so einige Steinchen noch überstehen. Das war wirklich nur ein ganz bisschen Harz, was ich da noch übrig hatte. Und das habe ich einfach in eine zweite Aquariumform gegossen. Die ist jetzt hier ein bisschen eckiger. Und jetzt werde ich anfangen mit einem UV-Kleber die kleinen Fische einzuarbeiten. Auch die mache ich in Schichtweise, damit es einen richtigen schönen 3D-Effekt gibt. Genau, der 3D-Kleber, das ist so eine gute Alternative, wenn man jetzt nicht noch zusätzlich eine Schicht gießen möchte, kann man den einfach hier nochmal verwenden und da hier und da ein bisschen noch was kleben, sodass es dann auch schön fest ist. Hier komme ich jetzt zu den Aufklebern, die ich in einem kleinen Paket beim großen A bestellt habe. Das ist so ein kleines Päckchen. Das verlinke ich euch mit in die Box oder in die Kommentare. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert nachher.
Und genau, die klebe ich jetzt einfach hier und da zwischen. Muss nicht immer perfekt gerade sein oder auf einer freien, flachen Stelle, sondern die Fische im Teich sind ja auch nicht nur auf der flachen Stelle. Die sind ja auch hier und da mal drüber und so weiter. Ich habe noch die Idee, etwas, etwas Grün hinzuzufügen. Und zwar habe ich hier von Dupont den Alcohol Ink Electric Green mir angemixt in so einem kleinen Gefäß, also so einem kleinen Silikongefäß. Und ich finde, wenn man das jetzt so ein bisschen über die Fläche verteilt, wirkt das Ganze noch so ein bisschen mehr, ja, so algig, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen effektvoller. So, und zum Schluss gieße ich wieder eine Schicht Harz über die ganzen Fische drüber, eine ganz dünne Schicht, so aber, dass die ganzen Steine jetzt zum größten Teil bedeckt sind. Na, also es werden nicht alle sein, weil an den Ecken sieht man auch, da sind so einige oder andere ein bisschen höher als die anderen, aber so in der Mitte ist es schon relativ so, dass wir alles gut bedeckt haben. Auf der kleinen Form auf jeden Fall. Ne? Genau, da haben wir ja auch nicht so viele Steine drin, aber so in der viereckigen Form ist es jetzt gut bedeckt und das kann dann erstmal wieder aushärten. Ich gehe gleich nochmal mit dem Bunsenbrenner drüber, um dann die überschüssigen Luftbläschen, die dann noch so an die Oberfläche kommen, kaputt zu brennen, sozusagen wieder ganz vorsichtig an der Form auch. Ne? Diese Form von Mold and Shapes sind wirklich sehr, sehr gut und stabil und da passiert eher seltener was mit dem Bunsenbrenner, wenn man gut aufpasst, als bei den billigen Formen. Ne? Aber trotzdem immer schön aufpassen. Nicht zu lange an einer Stelle, dass euch die Form da vielleicht ankokelt oder so. Das wäre ärgerlich. Ne? Genau. Und dann lassen wir das Ganze über Nacht wieder härten. Und zwar habe ich jetzt nochmal ein bisschen Alkohol Ink Green mit hineingegeben an die Ecken, so dass da auch noch so ein bisschen mehr Algenoptik entsteht und habe das vorher noch mal aufgegossen, ganz bisschen aufgegossen, dann das Alkoholink rein und ne, damit wir dann die dritte Schicht gleich gießen können. Leider hat das nicht funktioniert mit meiner Kamera, das tut mir sehr leid. Also wir haben insgesamt 3 Schichten gegossen, ne? Nur dass wir das so in Erinnerung behalten. Genau, ja. Also ihr seht, ne, hier und da immer noch mal einen Tropfen rein und seid bitte ganz vorsichtig mit dem Zahnstocher an euren guten Formen. Also wer da noch sehr unsicher ist, sollte lieber ein anderes Tool benutzen, weil die Spitze von dem Zahnstocher die Form sehr schnell kaputt machen kann. Und ich swirle auch immer nur so ganz eben in dem Harz damit rum und gehe gar nicht bis unten runter, sowieso niemals. Ne? Also für Anfänger doch lieber nicht den Zahnstocher benutzen. So, jetzt gehe ich hier auch nochmal mit dem Bunsenbrenner bei. Bunsenbrenner, ich lerne dieses Wort nicht. Und haue da auch nochmal die Bläschen mit raus, sodass das gleich richtig schön aushärten kann. Und genau, dann swirle ich hier und da immer nochmal ein bisschen und gehe nochmal wieder mit dem Bunsenbrenner, weil jedes Mal, wenn ich wieder reinswirle, muss ich wieder die Bläschen rausschlagen. Das ist jedes Mal, wenn ich wieder damit arbeite. Ne? Jetzt muss das Ganze wieder härten. Und in der nächsten Schicht machen wir noch mal ein paar Klebefischchen drauf, sodass wir wieder eine Plastik mehr bekommen. Es ist der nächste Tag und es ist alles wieder schön ausgehärtet. Na, wir können jetzt wieder drauf gehen. Ich mache jetzt noch mal ein paar Fischis dazu, sodass wir so einen richtigen, schönen, tiefen Effekt haben. Und im Gegensatz zu gestern habe ich mir schon ein paar Handschuhe hingelegt, die ich auch anziehen werde. Wenn ich die Fische geklebt habe, das habe ich gestern irgendwie verpeilt. Aber so ist das manchmal, wenn man dann so, ja, live mit Kamera und so weiter. Ich klebe jetzt einfach nochmal so ein paar Fische dazu und guck mal, wo ich die jetzt noch so ein bisschen so unterkriege. Joa, und dann gucken wir mal weiter, wie ich noch und was ich noch und so weiter. So, irgendwie mache ich die jetzt noch dazwischen. Mal gucken, ob ich so alle noch unterkriege. Das sieht mir ja eher nicht so aus. Ich habe sie, also diese Fische, ne, die gibt das in so einer kleinen Tüte vom großen A. Da, ich verlinke euch ja sowieso noch alles. Ne? Und auch die Form von Molds and Shapes. Also die Form, ihr Lieben, das ist der Kracher. Also bessere Form kriegt ihr nirgendwo, weil
die halten richtig was aus. Und ich habe den Vergleich, ich habe auch schon mal so ein paar Fische gemacht, ja, wo ich dann eine ganz billige Silikonform genommen habe vom großen A. Ja, da kann man auch mal was mit gießen, aber es ist halt nicht so hochglänzend wie mit diesen. Das zeige ich euch nachher, auch wenn das entformt ist auf der Rückseite. Man kann so und so gießen, ne? Also ich habe ja jetzt von unten nach oben gegossen, also so, wie man es ja auch sieht. Und man kann aber auch umgekehrt gießen, ne? Das machen wir auch nochmal. Also so wollte ich das ganz gerne, weil ich dann auch nochmal so ein bisschen Augen zeichnen kann, ne? Ich habe jetzt hier zum Beispiel, wie ihr seht, mit so einem Permanentmarker, mit so einem wasserfesten, habe ich da nochmal, ja, Augen dran gezeichnet. Und so, hab da einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Ne? Also ich probiere ja sowieso immer ganz viel rum und ja, mir macht das Spaß und ich bin glücklich damit. Und ja, wie gesagt, an den Formen sollte man nicht sparen, weil ich merke wirklich, wie hochwertig diese Formen sind von Mold and Shapes. Molds und Shapes, also ich verlinke euch die ja sowieso. Und die Farben hier, die Farbpasten, die habe ich von Dupont. Und ich habe mir jetzt mal zurecht gemixt hier Epoxy-Resin-Paste Silbergrau und Ocean Wave White. Daraus werde ich gleich noch so ein paar, ja, Wasserspritzer wollte ich noch so machen. So als wenn die Fische so von oben nach oben kommen und das Wasser so auseinander geht, falls ihr wisst, was ich meine. Genau, und ich habe dann immer so Ideen, auch meistens nachts. Ich habe mir dieses Mal aber auch schon mein Harz angemixt. Also ich bin gut vorbereitet heute und habe dann gedacht, dann mache ich das jetzt nochmal. Ich lasse das Harz immer ein bisschen stehen, weil durch das Rühren, das seht ihr auch auf dem einen Bild oder auf dem einen Videoteil, steigen Bläschen nach oben. Und die, oder ne, durch das Rühren entstehen Bläschen, die steigen dann so nach und nach nach oben. Und genau, deswegen gehe ich auch immer nochmal mit dem Bunsenbrenner bei. Genau, damit wir nachher im fertigen Guss keine zusätzlichen Bläschen haben, wird das immer schön ausgebrannt. Genau, jetzt kommt die nächste Schicht. Jetzt werde ich alles so gießen, dass alles gut abgedeckt ist. Und schaut mal, wie schön jetzt schon die Fischis in 3D zur Geltung kommen, wie das schon schön aussieht. Ne? Genau, ich mache euch das Ganze jetzt wieder ein bisschen schneller, damit das ganze Video nicht zu lang wird. Lieben, es ist der nächste Tag und die gestrige Schicht ist nun auch ausgehärtet und wir können heute die Form auspacken. Wir können entmolden und schaut euch das Ergebnis mal an. Ist das nicht schön? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgepackt aussieht. Ich werde das mal ganz vorsichtig abtrennen. So, ihr Lieben, nun guckt euch das Ergebnis mal an. Und ich habe extra keinen Hintergrund, keinen farbigen Hintergrund gemacht, weil, jetzt seht ihr, jetzt habe ich dieses Tuch hier unter in weiß. Jetzt seht ihr schon mal so einen weißen Untergrund. Ich zeige euch nachher nochmal Fotos mit verschiedenen Untergründen. Ne? Man kann natürlich die erste Schicht farbig machen und dann weiter aufbauen, so wie ich das mit euch gemacht habe. Und schaut euch mal diese schönen Steine hier an, wie die glitzern und funkeln. Das sind die, die ich ja selber gemacht hatte. Ne? Die habe ich ja selber angemischt und in so kleine Steinformchen gegossen. Und ja, das wirkt dann gleich nochmal so richtig plastisch, finde ich. Ne? Also, ich bin ganz begeistert. Und jetzt wollen wir nochmal die andere Form anschauen.
Und nun schaut euch mal dieses Ergebnis an. Das hat so ein bisschen was von so einem Bullauge. Ich stehe ja so auf Maritimen und so weiter. Das nehme ich mal zur Seite. So, schaut euch das mal an. Man kann es drehen, wie man möchte. Und diese kleinen Fäden, die ich gestern noch eingearbeitet habe, die sieht man jetzt ganz, ganz schwach. Das ist ja einfach nur, damit so ein bisschen Bewegung ins Wasser kommt. Ne? So, da ich die Form jetzt so gegossen habe, wie ich sie sehe und nicht umgekehrt, muss ich hier oben noch so ein bisschen den Rand begradigen. Das mache ich gleich mit so einem kleinen Nagelhautmesser nochmal weg. Ja, und wenn man möchte, kann man dann auch noch eine Hochglanzschicht drauf machen. Ich glaube, das werde ich auch nochmal machen und ich zeige euch das Ergebnis dann gleich in Bildern. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit meinem Video und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das ist kostenlos, ihr bekommt es immer neu zu sehen, wenn es neue Videos von mir gibt und ich denke, wir werden noch ganz viele Videos in der nächsten Zeit machen, denn ich habe richtig Spaß gefunden daran. Ja, und ja, wozu kann man es benutzen? Ich kann es als Untersetzer benutzen. Ich kann hinten ein Loch reinbohren. Ich kann dann, guck mal, so sieht das von der hinteren Seite aus, auch nicht schlecht. Ich kann das dann als Wandbild nehmen und auch gerade mit den verschiedenen Hintergründen ist das dann richtig schön, ne? Genau, ja, also ihr Lieben, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr ein Däumchen hoch für mich da lasst, ein Gefällt mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!